Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus, und zwar heute mal wieder zu einem wundervollen Video mit Diamond Blocks. Und ihr könnt noch nicht erkennen, um was es sich hier handelt. Ihr habt es natürlich im Titel schon gelesen, aber ich mach's trotzdem spannend, weil ihr wisst ja, das ist ganz wichtig in Videos, Spannung aufzubauen. Und zwar haben wir hier eine NASA-Rakete mit Samt-Startrampe aus Diamond Blocks. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal die Verpackung hier öffnen. Es ist leider kein Originalkarton vorbei. Ich habe es aus China bestellt. Das kam in einem Polybag. Dann nochmal hier eingeschweißt. Und hier eben nochmal in der Tüte. Ihr wisst ja, umso mehr Plastik wir haben, umso besser geht's der Umwelt. Auf jeden Fall mache ich jetzt die Tüte auf und wir schauen uns mal die Anleitung und die Steine dazu an. Und logisch, weil drei Verpackungen und zwei Tüten noch nicht genug sind, sind die Steine nochmal in einer einzelnen Tüte eingeschweißt. Dann haben wir hier zwei Grundplatten. Hier drin ist nochmal eine gelbe Grundplatte und hier haben wir die Anleitung und eine Vorschau, was es am Ende werden soll. Und natürlich werde ich euch das nicht vorenthalten. Und so soll das am Ende aussehen. Es ist die Nummer 2601. Es ist eben eine Startrampe mit einer Rakete und das Ganze so ein bisschen im NASA Space Shuttle Look. Auf jeden Fall haben wir hier diese Auffaltanleitung, typisch für diese China-Anleitungen. Hier haben wir eine Teileliste, das sind 399 Teile. Wir haben diese Grundplatte, hier zwei grüne Grundplatten und die ganzen Teile könnt ihr euch gerne mal durchlesen, wenn es euch interessiert. Ihr wisst ja, wo der Pauseknopf ist beim Video. Und dann haben wir hier die einzelnen Bauschritte und wir wissen das schon, wie zum Beispiel von dem Flugzeugträger oder allen anderen Diamond Block Modellen, dass wir wieder immer in derselben Ebene bauen und erst am Ende dann mehrere Ebenen übereinander stapeln. Ist ja typisch für Diamond Blocks. Die Anleitung ist Diamond Block typisch. Wir haben es wieder so, dass hier ausgegraut wurde, was schon gebaut ist und was dann in dem Moment neu gebaut wird, in Farbe dargestellt ist. Wir alle kennen es. Ich denke, danach lässt es sich gut bauen. Ich mache jetzt auf jeden Fall die Tüte hier auf, fange an zu bauen. Ich werde euch ein, zwei Zwischenschritte zeigen. Wir reden dann auf jeden Fall über die Teilequalität, über den Spaß beim Bau, ob mir die Anleitung so gefällt, ob es Fehler darin gibt und noch viel mehr. Und am Ende gibt es wie immer eine Kaufempfehlung oder Nicht-Kaufempfehlung. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei diesem Set. Und das erste Mal sehen wir uns tatsächlich schon nach Bauschritt 8. Und ihr seht so, die ersten Anfänge der Startrampe und Rakete sind auf jeden Fall gebaut. Das seht ihr hier. Hier unten ist eben schon ein Teil von der Rampe gebaut. Und hier ist noch diese Haltevorrichtung. Ich meine, wir alle kennen das. Ich blende euch das auch nochmal ein bei dem Raketenstart, wie das so ziemlich aussieht. Und das hier wird eben dann noch der Rest von der Startrampe mit der Verbindung hier rüber. Auf jeden Fall ist die Steinequalität diesmal wieder richtig gut. Es macht wirklich Spaß. Die Steine halten gut. Man hat dieses Lego-Gefühl, obwohl es ja nur Diamond Blocks sind, diese kleinen Mini-Diamond Blocks. Sie halten, wie gesagt, gut, sie lassen sich gut zusammendrücken, man hat einfach ein schönes haptisches Gefühl, sie sehen gut aus, wir haben keine Farbabweichungen und dafür gibt es schon mal einen Daumen nach oben. Ich habe noch keine Probleme mit der Anleitung, ich mag generell diese Diamond Block Anleitungen, dass man in derselben Ebene baut und eben dann Ebene für Ebene hochstapelt. Das macht sehr Spaß, das ist ordentlich verständlich. Man muss sich natürlich erst dran gewöhnen, wenn man von anderen Klemmbausteinarten kommt, aber damit kommt am Ende jeder klar. Ich hatte bisher nur ein Problem im Aufbau und das war tatsächlich hier dieser Teil der Rampe. Weil man stapelt das hier so auf, das sieht man ja, eben mit diesen Steinen. Und das Problem ist, dass die sich dann auf diese Länge, und das ist für Diamond Blocks schon eine relativ lange Länge, ein bisschen durchbiegen. Und dann muss man schauen, dass man das hier auf die Stelzen richtig bekommt. Und wenn man dann oben zu viel Druck ausübt, dann gehen hier unten die Platten wieder auseinander, weil die nur mit solchen einzelnen Steinen befestigt sind, die sie eben aneinander halten. Und dann muss man wieder hier oben den ganzen Abbau abreißen und unten die Groundplates wieder miteinander verbinden. Das ist natürlich sehr schade. Da muss man aufpassen, wirklich hier immer gut drücken bei diesem Teil, damit man dann das so gerade wie möglich hat und das dann nur noch auf die Stelzen aufsetzen muss. Das ist jetzt keine Wissenschaft oder keine große Kunst. Ich hätte es einfach eher wissen müssen, dann hätte ich nicht alles wieder auseinanderreißen müssen. Und dementsprechend ist es wahrscheinlich ganz gut, falls ihr dieses Set baut, dass ihr das Video schon mal vorher gesehen habt, weil dann wisst ihr, dass ihr euch damit schon mal ein bisschen Ärger sparen könnt. Bis auf die Deko-Teile, ihr habt es ja gesehen, das hier ist gerade abgefallen, hält hier alles sehr gut. Man kann es an allen Stellen hochheben. Ich kann es ja mal zeigen, hier zum Beispiel. Kein Problem. Und das ist immer, finde ich, ein großer Pluspunkt. Trotzdem kriegt man es auch gut auseinander, auch mit einem Teil, was ich vorhin übersehen hatte, und zwar ist ein Teiletrenner dabei. Ich habe bisher Diamond Block Teiletrenner in Weiß, in Schwarz gehabt, jetzt habe ich auch noch einen in Rot, der kommt auch in die Sammlung. Auf jeden Fall ist es damit kein Problem, die Steine auseinanderzukriegen und man kann hier auch noch mal ein bisschen, wenn man sich verbaut hat, was retten. Man kann es umbauen, wenn man will, und das finde ich einfach schön, weil das ist die Lego-Idee.
Falls ihr euch fragt, wie jetzt dieser Teil hier im mit dem Rest der Rakete verbunden ist, da sind solche Drehgelenke drin, wie wir sie schon von dem Darth Vader und dem Yoda gekannt haben, wo quasi die Arme drehbar gelagert sind. Dementsprechend kann man auch das hier drehen, wenn man das möchte. Aber ich muss es jetzt nicht unbedingt machen. Ich bin nicht ganz froh, dass ich es ordentlich ausgerichtet habe und es ordentlich aussah, weil das ist ein kleines Problem gewesen noch, dass man das dann hier wirklich genau mittig hat, dass es ordentlich ausgerichtet ist und nicht schief ist. Und ich habe es jetzt berührt und das ist sogar schon wieder ein bisschen schief geworden. Dementsprechend mein Problem. Ich muss es wieder ausrichten, ist kein Problem. Aber da muss man, denke ich, drauf achten, weil am Ende gibt es sonst kein stimmiges Bild. Und wir bauen ja dann im Endeffekt in den nächsten Schritten hier das Shuttle davor. Und wenn wir es erst ausrichten, wenn das Shuttle davor ist, denke ich, haben wir weniger Spaß, als wenn wir es jetzt ausrichten, weil wir jetzt noch einfach sehr gut rankommen. Jetzt bauen wir auf jeden Fall noch die Rampe. Das ist hier relativ kurz zusammengefasst. Das Shuttle. Und dann setzen wir alles zusammen. Und als nächstes werdet ihr jetzt das fertige Modell sehen. In 3, 2, 1. Und schon ist es fertig. Und zwar die Diamond Blocks Nummer 2601. Das Space Shuttle. Und ich muss sagen, es hat ein bisschen länger gedauert als zu bauen, als man das planen konnte. Weil wir haben einen Fehler in der Anleitung. Und über den reden wir aber noch später. Davor zeige ich euch auf jeden Fall mal, dass wir hier noch ein paar Ersatzteile haben. Sieht das mal nicht so viel aus für Diamond Blocks, ist es aber nicht mal so wenig. Das sind bestimmt so 30 Teile und damit kann man noch viel ändern und man wird nicht in die Situation kommen, dass einem da genau das eine Teil fehlt und man es deshalb nicht fertig bauen kann. Gerade bei diesen chinesischen Sets ist das ja doch immer ein Punkt, der die Leute interessiert, weil keiner hat Lust darauf, dass man es nicht fertig bauen kann, weil ein Teil fehlt. Aber ich habe ja schon gesagt, wir haben ein Problem in der Anleitung. Und das möchte ich euch noch erzählen, bevor wir jetzt auf das Aussehen und alles andere eingehen. Weil das ist so ein Problem, wenn man sich dann nicht was überlegt, ist das nämlich dieser Moment, dass man es nicht fertig bauen kann. Und zwar haben wir ja hier eine Befestigung zwischen dem Space Shuttle hier und dem Tank hinten. Und ich sage mal so, das sieht jetzt so aus, als ist da ein relativ großer Abstand. Und das ist so, weil der Abstand so nicht geplant ist. Aber da sind wir beim Planen. Dieses Set wurde wahrscheinlich am PC geplant und nicht wirklich getestet, bevor es auf den Markt gebracht wurde. Und das ist das große Problem, weil man baut ja hier hinten diesen Abschnitt einzeln und das Space Shuttle dann einzeln und baut es dann zusammen. Jetzt haben wir an der Anleitung aber einen Punkt, den ich euch natürlich auch gerne zeige, wo hier im Unterschritt 4 vom Space Shuttle quasi mit zwei Baurichtungsumkehrern hinten ein gelber Brick rangesetzt wird, mit dem man es dann hier auch ransetzt, wie es jetzt auch bei mir ist. Wenn ihr da jetzt ganz genau reinschaut, haben wir da nämlich noch so einen orangen Brick, der das dann hier verbindet. Das ist aber jetzt ganz anders gebaut als auf der Anleitung. Und das hat einen Grund. So wie es in der Anleitung ist, kann man es gar nicht bauen. Das kann ich euch ja zeigen. Wir haben hier so einen Baurichtungsumkehrer. So, das ist natürlich Mini, aber ich denke, man sieht trotzdem, was ich euch zeigen will. Das ist dieses Teil hier. Und dieses Teil soll man genau so, wie ich es jetzt auch in der Hand hatte, draufsetzen. Und dann soll man in dieses Teil hier hinten, nach Anleitung, ich zeige es euch gerne nochmal, den Brick stecken. Seht ihr das? Da sind die zwei Baurichtungsumkehrer und dahinter soll der Brick reingesteckt werden. Das ist aber gar nicht möglich, weil, jetzt kommt das Problem, dieses Teil ist hinten nicht offen. Man kann da gar keinen Brick reinstecken. Dementsprechend ist die Anleitung dort falsch und es ist nicht so wirklich mitgeliefert, mit dem man es so ähnlich bauen könnte, wie es in der Anleitung gezeigt wird. Jetzt habe ich da ein kleines Problem gehabt, weil die meisten Sachen, wie man das umgehen könnte, sind nicht möglich mit den Teilen, so wie sie geliefert waren. Also habe ich so eine Notlösung gemacht und deshalb ist jetzt auch hier dieser Zweierplatz dazwischen. Und zwar habe ich so eine Viererplate hier genommen und habe die anstelle der Baurichtungsumkehrung reingesetzt. Habe dann mit den Baurichtungsumkehrern hier unten an die Viererplate eben die Baurichtungsumkehrer befestigt und habe dann an dem Teil, den man eigentlich ja von dem Baurichtungsumkehrer auf das Modell einsteckt, also eben hier die Öffnung, die ja unten ist und nicht an der Seite. Genau da habe ich dann den orangen Brick reingesetzt und habe das Ganze dann dort verbunden. Das hat zur Folge, dass eben jetzt die Lücke dort so groß geworden ist, aber war auch die einzigste Chance, wie ich das Ganze jetzt wirklich mal fertig bauen konnte. Und es ist ja auch ärgerlich, wenn man es nicht fertig bauen kann, weil ich finde, das Modell kann sich an und für sich sehen lassen. Klar, es ist kein Riesenmodell,
Und es ist auch kein Modell, was jetzt die Schönheit in Persona ist. Es ist nun mal nur ein Diamond Block Modell aus um 300 Teilen. Es ist aber halt auch dann kostengünstiger und man hat einen Bauspaß damit. Und es ist jetzt nicht hässlich, man kann sich das schon mal wohin stellen, würde ich sagen. Und man kann da auch noch ein bisschen dran rummodifizieren, weil wir haben ja genug Teile noch dazu. Und ohne den Fehler wäre das ein sehr reibungsloser Bau gewesen und der Bau hat an und für sich auf jeden Fall Spaß gemacht. Man muss hin und wieder mal aufpassen, ich habe es euch hier unten erzählt. Hier bei dem Turm muss man aufpassen, dass man mal nicht an der falschen Stelle drückt, weil es ja doch alles ein sehr drahtiges Gebilde ist und nicht sehr versteift ist ineinander. Da muss man aufpassen. Aber das ist alles machbar und wenn man nicht unbedingt solche Maurerpfoten hat hier, dann ist das noch besser machbar. Da gibt es keine Probleme, wenn ich das hinkriege, kriegt ihr das auf jeden Fall auch hin. Und deshalb kann ich euch alles in allem, wenn euch das Modell an sich gefällt, auf jeden Fall dafür eine Kaufempfehlung geben. Wie gesagt, es sieht in Ordnung aus, man hat Bauspaß damit. Es ist ein Fehler in der Anleitung, wenn ihr dieses Video gesehen habt, wisst ihr, wie ihr den halbwegs umgehen könnt. Und ihr könnt vielleicht noch kreativere Lösungen finden, wie ihr den umgehen könnt als ich. Aber ich musste es dann auch irgendwann mal fertig bauen. Und ich habe dann irgendwie eine halbe Stunde gebraucht, bis ich dann mal auf eine halbwegs passable Lösung gekommen bin, die ich euch ja jetzt auch gezeigt habe. Wenn ihr euch aber jetzt das Design an und für sich auch nicht so gefällt, dann kann ich es euch nicht empfehlen, weil wie gesagt, dann ist es vom Bauspaß einfach auch gerade durch diesen Fehler getrübt. Und dann ist es leider keine Kaufempfehlung für euch. Ihr müsst es wissen, wenn ihr euch das gerne hinstellt und das Thema Space ist ja doch klemmbausteinmäßig relativ unterrepräsentiert. Und wenn ihr das nehmt, so wie es ist, weil es euch gefällt, weil es gut aussieht, habt ihr Spaß damit, dann könnt ihr euch das eben so hinstellen. Wie gesagt, es ist stabil, man kann es anfassen. Wenn es einmal gebaut ist, wird da nichts kaputt gehen, außer vielleicht mal das ein oder andere Deko-Teil. Solange ihr es nicht sonst wo runterschmeißt oder umschmeißt, wird da auf jeden Fall nichts passieren. Dann bleibt mir eigentlich nur noch übrig, euch einen wunderschönen Tag zu wünschen. Wenn ihr dieses Set selber besitzt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr damit Spaß hattet und was ihr davon haltet. Und natürlich könnt ihr auch gerne ein Abo dalassen und einen Daumen nach oben, wenn euch dieses Video gefallen hat, damit ihr in Zukunft nichts mehr auf dem Kanal verpasst. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Krieg der Steine.